Wo, wenn nicht am Gardasee, kann man am besten Räder wie unsere vorstellen? Benotti klingt italienisch, ist aber nicht italienisch. Genau, kommt aus Duderstadt in Sachsen. In Sachsen? Ja. Nein, doch, oh. Ja. Eigenmarke von AX Leitnis. Und viele von euch wollten ja mal eine Vorstellung von dem Bike, von mir. Aber jetzt machen wir gleich ein anderes eins mit, weil der andere hat jetzt auch so ein schönes Benotti. Und ja, das machen wir jetzt mal hier vor entsprechender Kulisse am Lago di Garda. Fangen wir mal an hier mit meinem. Also meins ist vom Continental-Team P&S Metalltechnik, vom Lars Wackernagel. An dieser Stelle schönen Dank an den Lars, dass er mir das Rad überlassen hat, beziehungsweise dass ich es kaufen konnte. Ja, ausgestattet ist es ja mit vielen AX Lightness Teilen, wie zum Beispiel der Lenker hier. Der ist allerdings hat eine 38er Breite, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also für die Leute, die einen 42er Lenker haben, so wie ich normalerweise, ist es dann doch sehr sportlich. Die DI2 haben wir hier mit Dura-Ace Hebel und Voltegra Schaltwerk. Allerdings ist es noch die ältere Version mit diesem Schaltkästchen hier. Ich glaube, die neuen haben das integriert, oder? Genau, die neuen 12-fach haben es integriert. Die 11-fach, die hat noch dieses Ding da. Ja. Ja, bei mir ist es halt noch die alte Version, aber schaltet genauso gut. Die Bremskörper sind Ultegra, genauso wie gesagt wie das Schaltwerk. Und als Kurbel haben wir hier die Power to Max, auch Ultegra. Rotorkurbel mit Power to Max, Powermeter. Allerdings habe ich hier die 5339 Übersetzung, die sich als sehr hart herausstellt, wie ich gestern am Monte Bondone schmerzlich erfahren durfte. Also da muss ich wirklich in Zukunft mal was umbauen, dass ich hier ein kleines Kettenblatt dran mache. Aber ansonsten geht's. 32er Kassette, 11-fach. Ich glaube, das kleinste hat 11 Zähne, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich jetzt nicht nachgezählt. Ja, und ansonsten, ja, die Sattelstütze, keine Ahnung, auch wahrscheinlich von AX Leitnis. Der Sattel ist von mir aus China für 20 Euro. Der hat es bis jetzt gut getan. Genau. Ja, und die Laufräder, die habe ich jetzt bewusst diese Alu-Teile von DT Swiss gewählt, weil es halt immer noch Felgenbremsen sind und mir das lieber ist als irgendwelche Carbon-Laufräder. Wenn es jetzt eine Disc-Version wäre, dann hätte ich die Carbon-Laufräder genommen. Gut, die sind jetzt nicht die leichtesten. Ich schätze mal, 1800 zielt auch auf das Gewicht ab. Weil die wiegen, glaube ich, auch 1800 Gramm. Also sind nicht die leichtesten. Aber ansonsten fährt es gut, fährt agil, fährt schön. Kann man nichts sagen. Die Flaschenhalter, was sind das für welche? Das ist ein SKS. SKS? Okay, da steht Dual. Dual steht drauf. SKS, okay. Andere kennt sich aus, ich nicht. Ja, und dann haben wir noch die Look Keo-Pedale und ja, mehr ist eigentlich nicht. So schaut das Teil aus. Und dann gehen wir mal zum anderen, seinem Boliden. Ah, oh, mir tut alles weh. Von gestern. Von gestern. So, da musst jetzt du erzählen, ich habe keine okay, Ahnung. Also ich erzähle mal. Das ist ein neues Benotti Fuoco Aero Disc. Weil ich wollte mal was mit Scheiben haben und ich wollte was mit elektronischer Schaltung haben. Jawohl. Den Aufpreis von 600 Euro inklusive Powermeter für die Force war es mir nicht wert, also wurde es die Rival Axis. Ich habe hinten eine 36er Kassette und vorne 48-35. Das heißt, das Ding ist voll berggängig. Ich habe das Rival Powermeter dran, das linksseitig misst. Dann habe ich die Lukeo-Pedale, Lukeo Carbon Blade irgendwas. Auf jeden Fall mit den Carbon-Dingern. Ja, ansonsten ist das Teil relativ Serienausstattung, bis auf die Flaschenhalter. Da habe ich die Fitlock-Flaschenhalter, die man so rausdreht. Die sind genau. Geil. Ja, die sind cool, wenn man es trifft. Ja, ja, nee, die funktionieren eigentlich super. Ja, ansonsten ist halt der Standard-Systemlenker. Da wird wahrscheinlich auch kein anderer draufpassen auf das Rad. Alles integriert. Vermutlich alles integriert, komplett. Keine Kabel mehr. Man hat keine Kabel mehr, gar nichts. Ich meine, die Schaltung selber hat ja eh schon keine Kabel, weil sie wireless funktioniert. Aber auch die hydraulischen Bremsleitungen sind komplett verlegt innen.
Ja, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung, die mal dem Service zuzuführen, aber gut, ist ja noch nicht so weit. Ansonsten Laufräder. Hat der eine AX Lightness Carbonschale hier als Sattel. Auch sehr bequem und sehr leicht. Kostet alleine schon? Kostet 300 Euro das blöde Ding. Was ganz schlecht ist, weil das Ding echt bequem ist. Ja. Ganz gefährlich. Genau, ist ganz gefährlich. Und ansonsten die Engage 45 mm Hochprofil Carbon Laufräder. Auch sehr, sehr leicht. War ich echt erstaunt. Die wiegen irgendwas mit 1400 Gramm. Also wirklich sauleicht, die Dinger. Welche Reifenbreite hast du da? 28er sind da serienmäßig drauf. Ja. Ich dachte mir, gut, ich probiere die mal aus. Normalerweise fahre ich 25er. Aber ich bin echt erstaunt. Die Dinger rollen gut. Die haben teilweise echt guten Komfort. Und ja, die fahre ich jetzt erstmal runter und vielleicht bleibe ich bei 28. Schauen wir mal. Ja. Sehr schön. Und die Reifen sind die Conti? Conti Grobri 5000S Tubeless Ready. Tubeless Ready? Ja, vielleicht probiere ich es mal aus, aber ich glaube ja nicht. Das ist nämlich eine ziemliche Sauerei, wenn es nicht funktioniert. Ja, okay. Genau. Wunderbar. Ja, bei mir waren ja auch 28er drauf, aber ich habe die Runde, weil irgendwie kam ich nicht so recht vorwärts mit den Dingern. Ich weiß auch nicht, habe ich mich nicht so anfreunden können, aber vielleicht probiere ich es nochmal. Okay, na gut. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Das waren unsere Räder, die werden wir jetzt gleich mal testen wieder auf unserer nächsten Tour hier am Gardasee. Und wer noch Fragen hat, unten in die Comments, wir beantworten sie. Und für uns heißt es jetzt ab auf die Piste. Bis dahin. Ciao, ciao.